herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Dual Seelen Soforthilfe. Diese Legung ist dafür gedacht, dass ihr sofort ohne Wartezeit euren Legung bekommt. Thema ist duale Seelenprozesse. Hier klären wir, ist es überhaupt eine Dualseelenverbindung? Wie sollt ihr darüber denken? Wie fühlt euch dabei? Was denkt er? Wie fühlt er sich dabei? Und was möchte euch sagen? Diese Beratungsvideos sind selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt für duale Seelen Soforthilfe 10 Euro. Monoa ist der Name. Liebe Monoa, ich grüße dich, das ist dein Video und ich möchte mich bedanken für dein Anvertrauen und ich möchte mich bedanken für diesen Auftrag. Eine große Liebe liegt einige Jahre zurück und jetzt durch die berufliche Situation habt euch wieder zufällig, wenn überhaupt Zufälle gibt, begegnet, wart ihr wieder zusammen, wunderschöne Momente, was du auch früher auch erlebt hast und jetzt hat sich beruflich wieder etwas geändert und er ist wieder mit seiner Frau zusammen, er ist verheiratet. Im letzten Tag war er etwas gemein zu dir. Das tut natürlich weh. Aber wo ich das gelesen habe, war mein Gedanken und auch meine Intuition, er hat seinen Schmerz ausgedrückt, weil er verträgt nicht diese Entfernung. Er spürt dann die Sehnsüchte. Also nimm das bitte nicht persönlich. Und jetzt schauen wir diese Legung an. Diese Karte zeigt dein momentane Situation. Ob dir das jetzt bewusst ist oder nicht bewusst, ich muss das sagen, du hast gerade diesen Glanz. Und du bekommst zurzeit sehr viel Bewunderung, Anerkennung, Lob. Also die Menschen in deiner Umgebung bewundern dich. Das ist deine Schönheit, das ist dein Auftreten, das ist deine Ausstrahlung. Und diese Farbe Gold, das ist wie die Sonne. Du scheinst wie die Sonne. Das ist wirklich deine Ausstrahlung. Und dieses rote Tuch bedeutet die Feuerelement, die Begeisterung, die Leidenschaft. So bist du wahrgenommen. Nicht nur von ihm wahrgenommen, sondern auch von anderen. Also sei selbstbewusst, sei damit bewusst. Dein Gedanken zeigt diese Karte an. Die Zahl 0 bedeutet nicht, dass das 0 ist, nichts ist, sondern die 0 bedeutet Ideen, Gedanken, aber noch keine Bewegung. Und du traust nichts bewegen, weil du weißt nicht, wohin das führt. Machst du einen Schritt, bist du immer noch in festem Boden oder stürzt du? Das ist schon die Angst, würde ich nicht sagen. Ich sehe dich hier nicht ängstlich, sondern es ist das Ungewisse. Du möchtest gerne mit ihm etwas Neues starten. Aber du weißt nicht, ob er dir das erfüllen kann, ob du im sicheren Boden bewegst oder ist es ein Traum und du stürzt in die Tiefe. Auf deinen Gefühlen sollst du arbeiten, weil wenn du zweifelst daran oder wenn keine Chancemöglichkeiten siehst, dann stoßt du in deine eigenen Grenzen, dann grenzt das ab.
Also bleib im Vertrauen. Wenn das so sein soll, dann kommt ihr zusammen. Diese Karte erzählt auch etwas davon. Das ist wie ein Traum. Ich könnte sagen, ihr seid ein Traumpaar und in diesem Film, in diesem Traum spielst du die Hauptrolle. Was denkt er? Er ist im Rückzug, weil er muss das erstmal für sich selbst verinnerlichen. Und wenn er diese inneren Gewissheit bekommt, diese Sicherheit, was hier die Zahl 4 vermittelt, und das bedeutet Struktur, das hat Hand und Fuß, wenn er davon überzeugt ist, wird entgegenkommen, weil er lebt mit dir diesen Traum. Seinen Gefühlen sind verletzt. Und genau diese verletzten Gefühlen hat im letzten Tag im Ausdruck gebracht. Es kam alles hoch, weil er wollte bei dir bleiben. Was möchte er sagen? Er möchte sagen, dass es noch Einflüsse von außen gibt und er noch ein bisschen Angst hat von diesem Neuanfang. Aber er verabschiedet immer mehr von dieser Angst. Diese Dame symbolisiert ihn in diesem Bild. Also er lässt die Angst hinter sich. Und was kommt in Zukunft? Was du ihm bietest, das ist die Leichtigkeit, das ist das Spielerische, das ist für ihn die Befreiung. Und du heilst sein Herz. Wenn du diesem Traum, dieser Traum, diese wunderbare Begegnung verinnerlichen kannst, dann fühlst du dich nicht begrenzt, bist du auch mutiger, dann bist mit dein Selbst bewusst und er wird kommen, weil er möchte diesen Traum leben, was er auch sagen will, du befreist mich. Wovon? Von seiner Ehe, was unglücklich ist. Liebe Monoir, das war diese Legung, Dualseelen, Soforthilfe. Ich bedanke mich nochmal dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.